Start Nummer 1. So, was war dein Gegenstand? Krawatte. Krawatte hat sie. Und nun mache das mit deinem Gegenstand, was da oben steht. Viel Spaß. Applaus bitte. Zuerst das tun und dann vorlesen, was du gemacht hast. Tut mir leid, aber ich bin mehr der Küchenrollen-Fan. Ja, aber dieses Klopapier hat sich so sehr in dich verliebt. Ich kenne es doch gar nicht. Ja, aber es hat sich in dich verliebt. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Es hat nicht mal Augen. Du lügst. Ja, aber es hat Blätter aufgedruckt.
dieses Angebot ist eigentlich nicht so schlecht. So ein Angebot kommt nicht jeden Tag. Nein, es ist noch frisch. Oh! Da war noch kein anderer Kerl dran. Und es war noch ein kleiner Mann am Arschloch. Ich muss sagen, dass dieses Klopapier wird mich, glaube ich, glücklich machen. Es wird dich glücklich machen, vertrau mir. Ich kenne mich bei sowas aus. Das ist sehr schön von Ihnen, Erfahrungsbericht aus eigener Hand zu erhalten. Dankeschön. Gerne. Was musstest du machen? Verkupple deinen Gegenstand mit einer Person. Okay. Klopapier mit Keks. Dankeschön. So, dann fangen wir mit der nächsten Startnummer. Was musstest du besorgen? Stöckelschuhe. Stöckelschuhe. Ja, es sind Stöckelstiefel, aber es sind Stöckel dran. Gut, schauen wir mal, was du machen musst. Ich habe heute eine ganz besondere Überraschung für dich. Du weißt, ich habe dich zwar erst vor wenigen Minuten aus dem Publikum entführt, aber ich habe sofort gemerkt, es stimmt die Chemie zwischen uns. Aus diesem Grund möchte ich dich heiß und innig bitten, dass du meine Stöckelschuhe wärst. Ich möchte dich heiraten. Bitte, bitte, sag ja, bitte. Oh, meine heißgeliebten Stöckelschuhe. Ich weiß, ich muss euch wieder zurückgeben, aber für diesen kurzen Moment, in diesem Moment gibt es nur uns, es gibt nur euch und mich. Es wird eine tiefe und innige Verbindung bleiben für unser Leben lang. Also bitte, bitte. Applaus bitte. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel fragen. Was hattest du? Mache deinem Gegenstand einen Heiratsvertrag. Ja. Wollt die Schuhe ihn heiraten? Ja! Applaus! So. Nächste Runde. Ich komme aus Kleinfahren. So. Du hattest ein Schwert. Dann schauen wir mal, was du damit machen musst. Ist das geschehen. Die Welt ist wieder einmal gerettet. Dank dir! Oh nein! Wie konnte das passieren? Blut! Blut! So viel Blut! Nein! Oh, schönes Schwert! Wir sind so viele Wege zusammengegangen. Wieso? Wieso? Das muss doch irgendwie weggehen. Nein, geh nicht von mir! Das hält schon. Irgendwie muss das doch funktionieren. Halte durch! Nie wieder die Welt retten, um mit sie untergehen. Dankeschön! Verrat uns doch, was du gehabt hast. Verarzte deinen Gegenstand. Verarzten, okay. Dankeschön. Nächster. Was hattest du denn? Ein Stofftier. Ein Stofftier. Stofftier? Ja, eindeutig. Schauen wir mal, was du machen musst.
Willst du mich haben? Oh, süße Gesang! Du bist ja schon so süß. Ja, genau. Ja, ganz süßer Schatz, genau. Was hattest du? Verführe deinen Gegenstand. Dafür. Gut. Dankeschön. Nächste. So. Du hattest eine Vollstange an? Ja. Dann bitte ich dich mal zu ziehen. Das musst du machen. Der junge Mann gibt dir da gerade ein Mikro. Viel Spaß. So, Action. Es tut mir so leid. Du warst so ein toller Sessel. Doch es geht nicht mehr. Du hast die Farbe verloren. Du bist so eintönig. Ich kann das nicht mehr. Ich liebe dich, aber ich muss Schluss machen mit dir. Mit dir kann man einfach nur Schluss machen. Du bist nicht der perfekte Sessel für mich. Ich suche einen runderen Sessel und nicht so einen eckigen. Deswegen muss ich leider Schluss machen mit dir. Dankeschön. Was hattest du? Mache Schluss mit deinem Gegenstand. Schluss. Mache Schluss. Ja? Mein Schluss. Dankeschön. So, nächste. Was musstest du besorgen? Eine Schere. Schauen wir mal, was du mit der Schere machen musst. Hallo, meine kleine Schere. Du siehst irgendwie so fröhlich aus. Du bist so rosa und so spitz. Ich mag zwar rosa, aber Scheren, die rosa sind, kann ich einfach nicht ausstehen. Ich habe gehört, du hast Geburtstag. Ja, genau, vor 10 Jahren hat mir jemand dich geschenkt. Aber du bist rosa, deswegen kann ich dich nicht ausstehen. Du siehst immer noch so fröhlich aus. Wieso? Ich kann dich nicht ausstehen. Ich wollte dich ja eigentlich zu Freunden bringen, aber wenn du das nicht machst, dann... Sei halt einfach freundlich. Dankeschön. Was hattest du? Bringe deinen Gegenstand zu mir. Bringe deinen Gegenstand zu mir. Ganz sicher, sehr gewandt. Ja, schnell. Danke. Applaus bitte. So. Was musstest du besorgen? Eine Krone. Schauen wir mal, was du mit der Krone machen musst.
Kurz bitte noch, bevor sie anfängt, einen Applaus für unsere tolle Bolognese da hinten. Gut.
nämlich aus glattem Leder, nur dieser Schuh war aus rau. Deswegen haben ihn alle anderen Schuhe gemobbt. Der Schuh war deswegen so traurig, dass er in den Wald lief, ohne Besitzer. Das konnte er nämlich. Dort traf er dann auf ein kleines Mädchen, das ihren Schuh verloren hat. Das kleine Mädchen war froh darüber, den Raulederschuh gefunden zu haben, da ihr ziemlich kalt war und es war schon Winter. Der Raulederschuh hatte nun endlich jemanden gefunden, bei dem er bleiben konnte. Leider Gottes wurde das Mädchen 3 Minuten später von dem Zug überfahren und der Schuh war auch dahin. Das passiert, wenn du nicht aufpasst und dich pflegst. Was musstest du machen? Erzähle deinem Gegenstand ein Märchen. Dankeschön. So, was musstest du besorgen? Etwas Essbares. Etwas Essbares. Gut, schauen wir mal, was du damit machen musst. Conny, ich muss dich aufklären. Du bist jetzt schon über ein paar Monate alt und du bist jetzt schon alt genug, um zu wissen, wie Schokolade erzeugt wird. Setz dich. Also deine Mutter und ich finden, es ist an der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Wenn sich ein Essen und ein Mensch sehr gern haben, dann verbringen sie halt gerne Zeit miteinander. Sie gehen gerne auf Geschäftsreisen, sie gehen gerne auf Bootsreisen, sie haben gerne wilde Nächte und es ist üblich, dass der Mensch sein Essen dann, ja, auffrisst. Und das Traurige ist dabei, dass das Essen meistens dabei stirbt, aber manchmal hat es doch Glück und wird ausgekotzt. Jetzt ist es aber so, dass dem Menschen noch immer was drin ist und das muss er halt dann ausscheiden. Und so eklig es auch klingt, so bist du geboren worden. Du bist ein einziger Stück Scheiße. Es tut mir wirklich leid, aber anders kann man es dir nicht erzählen. Ich hoffe, kannst du es verzeihen und verstehst und hast uns nicht in deinen tiefsten Inneren, was sowieso nur aus Scheiße besteht. Vielen Dank. So, was musstest du machen? Meinen Gegenstand aufklären. Den Gegenstand aufklären. Ich bin schockiert.